Illan Pipes, das irische Nationalinstrument. Kevin Rossum ist einer der besten Spieler Irlands. Die Luft wird, anders als beim schottischen Dudelsack, mit dem Ellenbogen in das Instrument gepumpt. Musikalisch sind die Illan Pipes anderen Dudelsäcken überlegen. Die Illan Pipes haben zwei Oktaven und können sogar eine dritte erreichen. Es gibt sogenannte Regulatoren, mit denen die Melodie begleitet wird. Ich mag den weichen Klang des Instruments, den weichen, süßen Ton. Traditionell werden die Illan Pipes nur drinnen gespielt. Im Dubliner Pub The Cobblestone gibt es jeden Abend Live-Sessions. Für die Folkmusiker ist der Klang dieses Instruments etwas ganz Besonderes. Es ist eines der ältesten irischen Instrumente und klingt toll. Es ist das Rückgrat einer Session. Der ganze Raum hört es und man reiht sich einfach ein. Der Klang ist wirklich speziell und einzigartig. In Kevin Rossums Familie wird der irische Dudelsack bereits seit 6 Generationen gespielt. Die Geschichte des Instruments reicht bis in das 18. Jahrhundert zurück. Lange Zeit war es in den höheren Gesellschaftsschichten sehr beliebt. Doch Mitte der 1960er Jahre drohte die Tradition verloren zu gehen. Kevin Rossums Großvater Leo Rossum spielte eine entscheidende Rolle bei ihrer Rettung. Er war ein ausgezeichneter Spieler, Lehrer und Instrumentenbauer. Sein selbstgebautes Lieblingsinstrument ist heute im Irischen Nationalmuseum ausgestellt. Sein Vater William baute auch schon Dudelsäcke und verbrachte sein ganzes Leben damit, die Kunst zu perfektionieren. Und Leo lernte von ihm, als er jung war. Er hatte also all dieses Wissen und wenn man alte Aufnahmen aus den 1920er Jahren von ihm hört, klingt sein Instrument so ausgewogen und lieblich. Das liegt an den Rohrblättern, die den Ton erzeugen. Das ist das Geheimnis. Donnacha Keegan baut seit 20 Jahren Illan Pipes und ist damit in die Fußstapfen seines Großvaters getreten. Die Verarbeitung von Ebenholz und künstlichem Elfenbein verlangt Sorgfalt und Geduld. Die einzelnen Teile werden zwischendurch immer wieder gelagert, sodass sich der Bau eines einzigen Dudelsacks über ein ganzes Jahr hinzieht. Besonders wichtig sind auch die Rohrblätter. Die Rohrblätter sind das Herz des Instruments. Sie erzeugen den Ton und damit die Melodien. Es ist der schwierigste Teil beim Bauen und es dauert Jahre, diese Kunst zu beherrschen. Denn sie entscheidet über die Tonlage, den Klang und die Lautstärke. Ist das Instrument schwer oder leicht zu blasen? Für all das sind diese kleinen Burschen entscheidend. Kevin Rossum ist es wichtig, dass die Tradition weiterlebt. Deshalb unterrichtet er. In diesem Fall 2 seiner Neffen. Schließlich soll auch die nächste Rossum-Generation das Instrument beherrschen. Selbst wenn man die Noten beherrscht, muss man üben, 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 um zu spüren, wie viel Luft man zum Spielen braucht. Es geht darum, in den Rhythmus zu kommen. Wenn du das einmal kannst, macht es Riesenspaß, bei einer Session dabei zu sein. Alle fühlen den gleichen Rhythmus, wippen mit ihren Füßen im Takt und es fühlt sich einfach toll an, ein Teil davon zu sein. Das irische Dudelsackspiel. Ein immaterielles Kulturerbe, das alles andere als museumsreif ist.